blauen Linie ganz alleine. Das ist auch neu. Habe ich noch nie gesehen. Fällt jetzt nicht noch neue Traditionen hier anfangen. Ja, man muss vielleicht noch mal etwas ändern. Auch bei Bartels eine ganz andere Situation. Die zwei, die da zur Linie sprinten, das sind Bora und Senjak. Da noch mal korrigiert. Janik Herm und Babka. Babka verliert die Scheibe, die war noch drin. Abgefälscht, Tor! Und das ist der erste Treffer für Bartels. Was für ein Holpertor! Ja, da war die Scheibe nicht aus dem Drittel des EHC rausgekommen, sondern noch drin gehalten. Bora war das aus meiner Sicht. Und wir müssen mal schauen, wer es genau gewesen ist. Schenkel, meine ich, wäre da noch dran gewesen. Und der Treffer. Ja. Abgefälscht von Thomas Schenkel. Mit der Führung für die Tölzer Löwen. Ja, die hier einfach, die Anfangsphase, die hier wacher sind, die hier präsenter sind und insofern auch hier die 1:0-Führung erzielen. 9. Spielminute und Bartels geht hier mit 1:0 in Führung. Der Bartölzer Gästeblock besteht ja auch nur noch aus hüpfenden Menschen und winkenden Fahnen. Palausch, Wittfurt. Und Sakomani an der Bande gegen Hüttel. Gewinnt den Zweikampf. Sakomani mit Platz und Fanghandsafe. Nächste Möglichkeit. Doppelchance für Sakomani. Wieder Tor. Marc Wittfurt netzt hier zum 1:1 ein. Macht den Ausgleich in der 14. Spielminute. 2, 3 Möglichkeiten für Sakomani, der da Rändel gleich ja, zweimal prüft und am Ende dann der Pass auf Marc Wittfurt. Ja, da fällt es unter Druck. Ja, da dachte Sakomani, er macht selber und dann zum Schluss sagt er sich, na gut, dann halt nur ein Assist. Rüber damit zu Marc Wittfurt, der wird schon recht. Ganz knappe Kiste hier. Ich meine, das war der Pfosten, aber es kann auch sein, dass da Remel dran war. Der Arm des Schiedsrichters ist wieder oben. Hanulja geht aus seinem Kasten raus. Zwei Tölzer Spieler behindern sich da gegenseitig. Also Freiburg mit 6 Mann auf dem Eis. Wittfurt angeschossen von Alex Brückmann. Wieder Alex Brückmann. Immer noch keine Scheibenkontrolle für Bartels. Freiburg aus spitzen Winkel. Brückmann hält die Scheibe drin. Tobi Kunz und das Tor. Chris Willig macht das 2:1 in der 33. Spielminute mit angezeigter Strafe. Ja, da hat Freiburg immer wieder die Scheibe bekommen. Der Möglichkeit daneben für Alex Brückmann von der blauen Linie das Powerplay aufzuziehen. Und am Ende dann Chris Willig, da kann Remmel nichts machen mit dem One-Timer zum 2:1. Und ich meine, ja, da sitzt Andreas Schwarz draußen. Nach dieser angezeigten Strafe ist also Freiburg noch in Überzahl. Mit 6 gegen 5 Feldspielern, dieser Treffer gerade. Kriegt er die Scheibe an den Mitspieler. Körner hält sie drin. Auch da wieder der Check gegen die Bande. Das gibt 2 Minuten. Von hinten umgestoßen. Und jetzt gibt es da noch ein paar Meinungsverschiedenheiten, weil sie sagen, das war eine Scheibe, ja. Das ist natürlich Ansicht, Sache der Löwen. Radek Duda aber von hinten gestoßen. Ja, das ist auch das Zeichen, dass hier Reiter meint, der sagt, da ist Duda abgesprungen. Trotzdem die Strafe. Ja, sei es wie es mag. Und wenn jetzt nicht noch was passiert, das muss man ja hier immer dazu sagen. Es sind Playdowns. Nächstes Bulli. Freiburg kommt dran, Billig schießt! Das ist und das Tor. 3:1. Chris Billig mit seinem zweiten Treffer heute Abend. Ja, nach dem Bulli springt die Scheibe nach links weg. Billig macht 2 Schritte und zieht aus meiner Sicht überraschend ab aus der Drehung mit dem Direktschuss. Also jetzt Freiburg im Dauerfeuermodus.
Da schlägt die Scheibe rechts ein. Und Remme, der ist stinkig. Verständlich, wenn man sich hier so schnell zwei fängt. Ja, und es bleibt immer noch 1,57 Strafzeit auf der Uhr. Und am Ende dann dadurch auch die Powerplay-Möglichkeit eben für Freiburg. Jetzt aber noch Pakolacni. Der hat Zeit und Platz. Tor! Und das ist der zweite Treffer für Bartels Christian Kolacni. Hier noch ganz kurz vor Ende des zweiten Drittels macht er den Anschlusstreffer. Oder war es noch abgefälscht? Hier die Schussmöglichkeit. Nein, da war nichts mehr da. Aber Hanuljak natürlich die Sicht versperrt, irritiert durch diesen Stürmer vor dem Tor. Und nochmal ein wichtiges Zeichen, so kurz vor der Pause. Ja, ein ganz wichtiges Lebenszeichen von Bartels. 23 Sekunden sind hier noch auf der Uhr, bis die Pausenglocke bimmelt. Sedelmeier. Vico legt sich die Scheibe zurecht. Wer nimmt den Schuss? Vico, geblockt. Philipp Riesle. Und er bringt die Scheibe auch raus. Remmel spielt mit. Riesle und Zipp bleiben drauf. Bitford, Bora bleibt hängen am Schlittschuh. Riesle bringt sie wieder raus. Pass an die Grundlinie. Sanjak und Vico. Vico mit dem Schuss. Riesle blockt. Wieder Vico mit dem Schlagschuss. Wieder Riesle mit dem Block. Riesle hält hier jeden Körperteil, den er hat, einmal in den Schuss. Mark Whitford. Spiel tief. Ja, Freiburg jetzt nur noch einfach mit der Scheibe. Versucht auch nicht mehr viel nach vorne. Ist in Defensivmodus. Endras auf Strobel gegen Lukas Sitt. Die beiden sieben im Direktduell. Der Pass und das Tor. Und da ist der Ausgleich. 6 Minuten vor Schluss macht Bartels das dritte Tor. Es steht 3:3. Ja, Strobel, da ein Tick schneller wie Lukas Sitt, gewinnt hier die Scheibe. Der Pass in der Mitte ist Edfelder frei. Und er macht das 3:3. Völlig alleine im Slot. Kann er da verwandeln und eiskalt eben auch vor dem Tor. 3:3. Spannung pur, würde ich sagen. Spannung pur. Und ich dachte es gerade eben noch, als du meintest, Freiburg ist hier im Defensivmodus, dachte ich, na, ob das so die beste Strategie ist. Definitiv zu früh oder zu defensiv, diese Spielweise. Ja, Freiburg nach dem Gegentreffer jetzt so langsam wieder offensiver. Ja. Also irgendwas muss ja auch passieren, sonst haben wir am Ende wieder dieses Overtime-Elend. Guter Pass da in die Mitte, Tor! Nico Lindenmeier, das sagen wir es gerade noch. Und dann netzt Nico Lindenmeier hier zum 4:3 ein. Ja, Lukas Sipp, die Ausgangsposition. Er mit dem Spielaufbau. Und am Ende da außen auf dem Flügel der scharfe Pass in die Mitte. Nico Lindenmeier hält den Schläger hier gekonnt rein. Er stellt die Schaufel genau so, dass sie da oben, dass die Scheibe oben ins Eck geht. Da hat Remmel keine Chance. Er muss runtergehen. Und 4:3, 4 Minuten 22 vor dem Ende. Also Freiburg holt sich hier die Führung zurück. 4 Minuten 22 noch. Was Freiburg vorhin eben zu früh und auch nicht gut gemacht hat, war eben sich doch zu tief zurückzuziehen. Jetzt erstmal die Möglichkeit, Babka, Tor! Und das ist das 5:3, Jakub Babka. Yannick Herm! Vom Bulli weg, geht die Scheibe nach vorne, Babka nimmt sie, ich sag wieder Babka, es ist Yannick Herm. Entschuldigung, wir sind schon ganz durcheinander hier, Doppelschlag Freiburg. Hier die Zähne mit der Rückhand, Yannick Herm. Der Overtime-Held aus Spiel 4 hier mit dem 5. Treffer, aber noch 4:07 sind zu spielen. Also nicht zu früh freuen für die Freiburger hier, denn in 4 Minuten und 7 Sekunden kann ganz viel passieren. Auch wenn das jetzt natürlich ein echter Dämpfer ist für Bartels, sich hier in so kurzer Zeit 2 Tore einzufangen.
Tölz mit dem Scheibengewinn. Der Torhüter Rämö ist draußen. Tölz mit 6 Feldspielern. Freiburg an der Scheibe. Einfach rausgespielt. Das Tölzer Tor ist leer. 2 Minuten vor dem Ende. Und jetzt die Möglichkeit. Nico Linsenmeier. Tor! Das ist das 6:3. Nico Linsenmeier macht den Empty Netter und baut die Führung jetzt doch sehr komfortabel aus. 1:55 noch zu spielen. Nico Linsenmeier profitiert da von einer undurchsichtigen Szene beim Wechsel. Die Scheibe knapp hinter der roten Linie aufgenommen und er findet da den Weg Richtung Tölzer Tor. Der 6. Treffer. Noch 1:54. Nein, auf der Stadionuhr genau 1:55. Ja, und ich muss jetzt sagen, also an der Stelle, das muss durch sein. 1:10, 3 Tore Vorsprung, dazu die Überzahl. Eigentlich, ja. Muss Freiburg das nur runterspielen hier. Aber im Eishockey kann Lassen immer wir alles es, genau. passieren. Wir sind still. Wir schauen uns das an mit Lukas Sipp und Radek Duda, dem One-Timer. Tor! Das ist das 7:3. 57 Sekunden vor Schluss. Und ja, jetzt ist so die Sache langsam durch. Kann man doch sagen, die Sache ist gelaufen. Ja, auf die Höhe kommt es hier jetzt am Ende nicht an. Also es ist am Ende auch nur ein Sieg, der letztlich dann der 3. für Freiburg wird. Damit eben Freiburg mit dem Matchball am Sonntag in Bad Tölz. Der Hinweis auch an alle Zuschauer, dass wir auch dieses Spiel übertragen werden auf Spray TV. Also wenn Sie nicht im Stadion selbst dabei sein können, dann schalten Sie ein. Aber es ist natürlich psychisch eine ganz schöne Klatsche. Marshall beklagt sich da nochmal über einen Ellenbogencheck. Andererseits, der Pass war auch nicht gut. Freiburg mit der Scheibe, die Uhr läuft, ist nicht ganz synchron. 10 Sekunden sind es noch. Und ja, sie lassen sie jetzt runterlaufen. Also, das Spiel ist vorbei. Der ERC Freiburg gewinnt hier deutlich mit 7:3. Macht den 3. Sieg in dieser Serie hier klar. Und somit haben sie den Vorteil beim Spiel am Sonntag in Bad Tölz. Wie gesagt, wir werden das auch wieder übertragen.